Liebe Freundinnen und Freunde, das W. Was macht der W überhaupt und warum macht er das? Ich wollte schon lange ein Akustikalbum machen, beziehungsweise herausfinden, wie der W-Songs klingen, wenn man sie aufs Wesentliche oder besser gesagt auf ein Minimum reduziert. Also wie funktionieren Rocksongs und punkige Nummern als Ballade? Tun sie das überhaupt? Eine Operation Transformation am offenen Herzen eines W-Songs quasi. Ja, mit diesem meinem Wunsch ging Dirk schwanger und hat mir dann irgendwann mal seine Interpretation unseres Experimentes vorgespielt. Und was soll ich sagen? Das ist ihm außerordentlich gut gelungen. Und letztendlich ist das ausschlaggebend für dieses Projekt oder dafür, dass wir dieses Projekt jetzt hier umsetzen. Ja, trotzdem wussten wir auch nach seinen Layouts nicht genau, wo uns das hier alles hinführt. Wir haben mit Piano experimentiert, mit Blasinstrumenten, mit größeren orchestralen Arrangements experimentiert und sind wieder davon abgekommen. Unterschätzt haben wir ganz klar den Zeitaufwand und die Intensität des Ganzen. Also relativ komplexe Arrangements mit vielen Spuren, Gitarren-Overdubs und etlichem anderen versehen DAW-Arrangements. Das Ganze auf zwei Akustikgitarren und eine Stimme runterzubrechen und vielleicht noch ein bisschen Lametta, das ist brutal und bedarf viel mehr Liebe und Detailarbeit als angenommen. Und auch die ganze Zeit des Experimentierens mit den Orchesterelementen, mit Piano, Bläser, ob überhaupt, ja, nein. Klar, das musste alles sein, aber hat gedauert und dauert eigentlich auch noch. Ohne all das, also ohne all diese Soundbände, muss natürlich irgendwie jede Note sitzen. Da kann sich nichts hinter einer Wand aus elektrischen Gitarren oder einem Orchester verstecken. Also das ist wirklich sehr intim und am Ende des Tages Gesang, Gitarre, vielleicht ein Cello, eine Geige. Aber viel mehr wird es wahrscheinlich nicht werden, schätze ich. Zumindest läuft es statt jetzt darauf hinaus, dass wir sehr minimalistisch instrumentieren werden. Ne? Also maximale Intimität, eher Johnny Cash als Metallicas S&M. Wir würden gerne 2 bis 3 Songs vorab veröffentlichen. Album schaffen wir nicht. Es ist sportlich genug, bis Mai ein abendfüllendes Programm fertigzustellen. Also Musiker einzuspielen und vor allen Dingen das Zeug auch selbst zu können. Falls euch gefällt, was wir machen, werden wir natürlich das Album nachliefern, so viel darf ich versprechen. Mehr als nur sein. Die Konzerte, was erwartet uns auf den Konzerten? Ich weiß es nicht. Und es wird hochspannend. Ich habe noch nie ein bestuhltes Konzert gegeben. Und bis vor kurzem konnte ich mir das auch gar nicht vorstellen. Also vieles hängt von euch ab, wie ihr das Ganze tragt und aufnehmt. Natürlich auch von unserer Performance. Aber vielleicht ist es ja auch die einzige Tour dieser Art des Ws. Und ich bin einfach wahnsinnig gespannt, wie unsere Reise verläuft.
Eins ist klar, die Akustiktour ist eine künstlerische Herausforderung. Die Locations sind großartig und dem Anlass gebührend gewählt. Also ich für meinen Teil, ich kann es kaum abwarten, den Weh auf die intimste Art und Weise zu erleben. Und ja, lasst euch das nicht entgehen. Näher dran geht nicht. Und vielleicht gibt es ja auch nur dieses eine Mal. Überhaupt schon mal jemals mit Brille gesehen? Nee, ne? Gut, dann ist es jetzt endlich mal soweit. So sieht der Weh mit Sehhilfe aus. Geil. Ja gut, zurück zum Thema. Oh yeah, Dirk. Now we talk. Jetzt wisst ihr auch, warum Dirk Bass spielt bei unserem Akustikprojekt und nicht ich. Dankeschön für diese Erkenntnis.